Guten Tag, ich komme im Auftrag der Allgemeinheit. Ich soll hier bei Ihnen im Garten diese funkelnagelneue und todsichere Atomrakete aufstellen. Um Gottes Wille, sowas ist doch gefährlich. Gehen Sie bloß aus dem Weg mit dem Ding. Ich habe gar bestellt, ich will auch gar. Ja, was denn? Ich habe hier einen Lieferschein. Da steht es. Ist nichts mehr zu machen. Ja, das ist die Nachrüstung. Aber ist doch auch für Ihre Sicherheit. Von welcher Sicherheit? Wenn so ein Ding bei mir im Garten steht, fühle ich mich im Leben nicht mehr sicher. Ich nehme Ihnen das Ding nicht ab. Stellen Sie es doch bei sich selber auf. Was, bei mir? Ja. Schönen Dank, ich habe Kinder. Machen Sie damit, was Sie wollen. Das ist ja ein Ding. Was meinen dann Sie dazu, Herr von Dittfurt? Also in unseren Vorgärten stehen die Dinger natürlich noch nicht. Aber wo immer Sie in der Bundesrepublik wohnen, der nächste Atomsprengkopf ist lebensgefährlich nah. Dabei lehrt die ganze Geschichte, dass Hochrüstung noch nie auf Dauer einen Krieg hat verhindern können. Und dass Rüstungskonzentrationen natürlich das bevorzugte Ziel des potenziellen Gegners sind, der diese auf sich selbst gerichtete Bedrohung natürlich aus der Welt schaffen will. Was soll man daraus für Folgerungen ziehen? Die Bewohner vieler europäischer Städte haben das Nächstliegende getan. Sie haben es mit Hilfe ihrer Abgeordneten durchgesetzt, dass ihre Heimatstädte zu atomwaffenfreien Zonen erklärt worden sind. Ist das nicht ein nachahmenswertes Beispiel? Vielleicht werden dann in Zukunft einmal aus vielen atomwaffenfreien Städten atomwaffenfreie Länder.